ACIB, Austrian Center of Industrial Biotechnology in Tulln an der Donau, wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, herkömmliche Verfahren in der chemischen, pharmazeutischen oder Lebensmittelindustrie durch umweltfreundlichere und kostengünstigere Methoden zu ersetzen. Das Vorbild dazu liefern Abläufe in der Natur. Innovation, Biolacke. Heutzutage sind Lacke zu einem überwiegenden Anteil mit Farbpigmenten in Alkydharzen versetzt, als Schutz gegen Umwelteinflüsse und für dekorative Zwecke. Die Trocknung erfolgt über die Verdampfung des Lösungsmittels und über eine chemische Quervernetzung, die derzeit hauptsächlich von krebserregenden Kobaltverbindungen katalysiert wird. Der neue Prozess ersetzt nun Kobalt durch den Biokatalysator Lacase. Dieses Enzym kommt in Baumschwämmen vor und wird mit Hilfe biotechnologischer Methoden bereits im industriellen Maßstab hergestellt. Worin liegt der große Vorteil? Biokatalysatoren, die wir aus Waldpilzen isolieren, können krebserregende Stoffe in Farben ersetzen.